Guten Morgen! Heute möchte ich Euch das Ergebnis von stundenlang Rumexperimentieren und Rumrechnen präsentieren. Eine von Euch hat mich einmal vor ungefähr 2 Wochen gebeten, die wichtigsten Lebensmittel in der Rohkost zu nennen, die sicherstellen, dass man ausreichend mit Nährstoffen, sprich Aminosäuren, Mineralstoffen, Vitaminen und natürlich auch Omega-3-Fettsäuren ausgestattet ist. Hintergrund dieser Anfrage ist, dass man ja, diese Lebensmittel im Hinterkopf behält und so ausgehend davon eine gute Basis hat, sich auch in der Rohkost vollwertig zu ernähren. Dazu schwimmt ja immer in den Köpfen der Menschen dieser Irrglaube herum, dass Rohkost teuer sein muss. Und entsprechend habe ich zu dieser Anfrage und dem durchaus anspruchsvollen Unterfangen die perfekte Kombination von wenigen Lebensmitteln nach Nährstoffaspekten, das rauszufinden, noch einen preislichen Fokus dazugenommen, also möglichst billig. Beim Tüfteln habe ich dann herausbekommen, dass 4 Lebensmittel bereits ausreichen, um komplett mit Nährstoffen versorgt zu werden, mit allen Nährstoffen. Das Maximum, was ich preislich ausgeben wollte, um auch die Kritiker und Anhänger des Irrglaubens, dass Rohkost teuer sein muss, direkt in einem Abwasch auch den Wind aus den Segeln zu nehmen, das waren 140 Euro im Monat. Das ist der ominöse von irgendwelchen Schreibtischhengsten errechnete Betrag, was das Existenzminimum für eine Ernährung darstellen soll. Entsprechend war mein Anspruch, eine möglichst perfekte und billige Kombination mit wenigen Lebensmitteln hinzubekommen, die gerade so den Nährstoffbedarf decken und dabei eben eine preiswerte und vollwertige Ernährung ermöglichen. Und das ist mir gelungen. Ich habe gerade einmal mit 4 Lebensmitteln, die gerade mal 2,56 € pro Tag kosten und nicht mal 1300 Kalorien haben, eine super Basis und eine gesunde und ausgewogene Ernährung geschaffen. Und natürlich rohköstlich und für die Pedanten unter uns 100% rohköstlich. Die Nährstoffverteilung ist natürlich auch High Carb, das bedeutet der Großteil der Nährstoffe, 210 Gramm kommen von den Kohlenhydraten, wir nehmen aber auch 69 Gramm Protein zu uns, was absolut ausreichend ist und meiner Erfahrung das Ideal für die meisten Menschen darstellt und mit 27 Gramm Fettsäuren in einem Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis von 1:1 auch eine als extrem gut zu beschreibende Ernährung inkludiert. Die Zutaten sind alle frische, keine Pulver und einfach der kleinstmögliche Nenner für eine Basis einer Rohkosternährung. Und das geilste ist, bei knapp 1300 Kalorien habt ihr noch genug Potenzial, eure individuellen Bedürfnisse daran anzupassen und mit jedem weiteren Nahrungsmittel, was ihr dann so zu euch nehmt, steigen auch wieder die Nährstoffe in einem bestimmten Bereich, sodass man durchaus auch substituieren oder nach eigenem Gusto erweitern kann. Ne? Hier mit diesem Video habt ihr einfach die Basis aller möglichen Ansprüche, die ihr haben könntet an die Rohkost. Ihr könnt quasi für 79 Euro im Monat vollwertig rohvegan leben und zum Beispiel bei einer Ernährung, wo Geld eine Rolle spielt, den Rest eures Budgets in preiswerte Energie als Kilokalorien reinstecken. Da ihr nicht auf die Nährstoffe in irgendeiner Weise mehr achten müsst, da ihr schon bei 100% überall seid und je nach Energiemittel, was ihr dann sozusagen zu euch nimmt, irgendwo zwischen 90 und 110 Euro im Monat mit der Rohkost landet, bei ca. 2200 Kalorien, was ich mal angenommen habe. Oder für die meisten ist ja der relevantere Ansatz, dass ihr ausgehend von dieser Basis die Reichhaltigkeit, eure Bedürfnisse usw. Mit anderen Lebensmitteln anpassen könnt und beliebig. Also, wo jetzt nicht Geld der begrenzende Faktor ist, sondern wo ihr einfach eine genussreiche Rohkost anstrebt. Und die 4 Lebensmittel sind quasi einfach nur die Basis und sollte im Hinterkopf behalten werden. Dieses Video ist wieder mal eins meiner absoluten Highlights, was das Bewusstmachen angeht. Rohkost ist billig, Rohkost ist vollwertig und Rohkost lässt dazu noch einen Spielraum für individuelle Bedürfnisse. Die Leute, die rumlamentieren, wie teuer doch die Rohkost ist, die denken halt an tropische Früchte und ihre von den Medien generierten Bedürfnisse. Aber das hat doch nichts mit der Rohkost als solches zu tun. Ne? Das ist individuell, das ist Schwachsinn. Die Unternehmen wollen doch, dass ihr viel und teuer kauft. Begreift das doch einmal. Rohkost ist, wenn man auch logisch denkt, muss es auch die billigste Ernährungsweise überhaupt sein, weil die am wenigsten verarbeitet ist, weil am wenigsten irgendwelche Leute ihre Finger im Spiel haben. Dazu ist sie noch die gesündeste. Naja, nun also zu den 4 Lebensmitteln. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine
theoretische Basis, die zwar praktisch angewendet werden kann, aber das bei 99,9% der Bevölkerung ja nicht angewendet werden wird, eben aufgrund des unglaublichen Luxus, in dem wir leben, dass selbst das Existenzminimum viel mehr an Geld ist, was man für eine vollwertige Rohkosternährung braucht. Daher gilt, wenn ihr ja nicht zu viel von dem einen oder von dem anderen Lebensmittel mögt oder vertragt, das gibt es ja manchmal auch, und ihr auch ja, 150 Euro oder sogar noch mehr im Monat zur Verfügung habt, dann könnt ihr beliebig andere Lebensmittel entsprechend eurem Budget und euren Bedürfnissen, eurer Lust hinzufügen und habt immer noch trotzdem eine unglaublich leichte und einfache Möglichkeit, euch in der Rohkost vollwertig zu ernähren, weil die Kombination dieser vier Lebensmittel einfach Bombe ist. Fangen wir an. Erstes Lebensmittel. Der Nackthafer, einfach ein absolutes Must-Have für die preiswerte und vollwertige Rohkost. 200 Gramm Nackthafer, 1-2 Tage im kalten Wasser eingeweicht, versorgen dich bereits mit über 100% aller Mineralstoffe außer Kalium, Calcium und Selen. Dazu ebenfalls mit über 100% des Tagesbedarfs mit Folsäure und B1. Und trotzdem noch 34 Gramm Eiweiße, die von einigen Rohköstern oder Menschen, muss ja nicht Rohköstler sein, schon als ausreichend empfunden werden oder gemessen an den DGE-Empfehlungen auch bereits 60% des Tagesbedarfs decken. Insbesondere hat Nackthafer einen sehr hohen Anteil an Tryptophan, die Vorstufe des Serotonins, und ist damit nicht nur vollwertig, sondern auch glücklich machend. Gerade für die Menschen, die wirklich nur 90 Euro im Monat zum Essen zur Verfügung haben, ist das natürlich ein ganz relevanter Punkt. Na? Diese 200 Gramm kosten gerade mal 60 Cent. Den Link generell zu Nackthafer habe ich euch unten in die Infobox gepostet, da man aufpassen muss, da nicht wirklich jeder Hafer ja, rohköstlich geeignet ist oder zum Rohverzehr geeignet ist. Dann das zweite Lebensmittel sind gekeimte Kichererbsen. Das ist ein echtes Multitalent. Sie beinhalten nämlich alle Vitamine, alle Aminosäuren und dazu auch noch den Großteil der Mineralstoffe. Und hier sind wir bei 300 Gramm mit 75 Cent dabei. Das ist einfach so Multitalent. Als drittes Lebensmittel darf natürlich nicht der Grünkohl fehlen. Für mich im Smoothie nicht mehr wegzudenken. Aber auch als Grünkohlchips nehme ich Grünkohl gerne zu mir. Und es ist und bleibt einfach mein Lieblingsgemüse Nummer 1. 600 Gramm Grünkohl gibt es bereits für 1,20 € frisch in der Saison oder außerhalb der Saison im gefrorenen Zustand. Grünkohl habe ich ja schon mal ein Video gemacht, aber mit den Werten von Vitamin A, C, K und den Mineralstoffen Kalium und Calcium, die auch über 100% sind, ist es eine ideale Ergänzung zum Nackthafer, denn genau diese Nährstoffe fehlen im Nackthafer. Diese beiden kann man auch super ergänzen, indem man Grünkohlchips mit einer Panade aus pürierten Nackthafer versieht, was zusammen mit Leinsamen ungefähr das vollwertigste Lebensmittel sein sollte, was es überhaupt gibt. Und da kommen wir natürlich zum vierten Lebensmittel und unserem Lieferanten der Omega-3-Fettsäuren. Die Leinsamen, und nicht nur dafür sind sie gut, sondern auch ein Mineralstoff, der uns nämlich jetzt bisher immer noch gefehlt hat, Selen. Und das ist der Mineralstoff, der auch in den Leinsamen drin enthalten ist. Und ja, in den anderen drei Lebensmitteln eben nicht so. Und deswegen ist auch wieder die optimale Ergänzung. Die 20 Gramm Leinsamen, die ich hier angesetzt habe, sind für 6 Cent zu bekommen. Das bedeutet, wir sind hier bei 2,56 Euro am Tag mit vollwertiger Rohkost. Und man hat noch ca. 900 Kalorien, die man nach Lust und Laune zu sich nehmen kann. Entweder aus einem Preisaspekt, dass man quasi unter 100 Euro im Monat zum Beispiel bleibt oder 140, was auch immer. Oder eben, dass man seine persönlichen Gelüste bedient und hat dann auch 1000 Kalorien, wo man allen möglichen Scheiß reinfressen kann. Erkennt ihr, wie einfach eine vollwertige Rohkost ist? Gerade mal mit 4 Lebensmitteln. Natürlich kommen dann noch einige und sagen, schmeckt mir nicht und das möchte ich nicht und 600 Gramm Grünkohl, das ist mir zu viel am Tag und so weiter. Aber da sehen wir mal, wie unendlich verwöhnt und wie geblendet wir auch sind. Dazu kommt noch, dass man meiner Meinung nach von den Empfehlungen der DGE, wie die zustande kommen, habe ich ja mal ein Video gemacht, bei gesunder Rohkost nochmal die Hälfte abziehen kann. Denn die Werte sind so komfortabel errechnet, dass man selbst bei ungesund lebenden Menschen irgendwo zwischen 60-80% realistischerweise die Werte veranschlagen müsste. Das bedeutet, ja, man kann wahrscheinlich von unter 40 Euro im Monat roh vegan und vollwertig in Deutschland leben. Ja, und da habe ich noch nicht einmal berechnet, dass man an allen Ecken und Enden Wildgrün findet und ja,
Ja, und ich habe auch nur ein paar Stunden an der perfekten Kombination getüftelt. Vielleicht gibt es da noch mehr. Und da kann man wahrscheinlich noch mal viele Euros im Monat sparen. Das bedeutet, das Existenzminimum für eine Person reicht mit rohveganer, vollwertiger Ernährung wahrscheinlich sogar aus, um eine ganze Familie in Deutschland durchzubringen. Aber anstatt sich ja zu informieren, wird rumlamentiert und vor allem emotional diskutiert, Recht haben und du hast das nicht beachtet und du hast das nicht beachtet und so weiter. Aber einfach mal die Fakten wirklich bewusst machen und einfach mal genießen, dass ihr in einem Land lebt, was überquillt vor Luxus, wo das Existenzminimum so berechnet ist, dass man noch nach seinen persönlichen Vorlieben und Geschmäckern auswählen kann und trotzdem vollwertig und gesund leben kann. Und ja, und das ohne zu arbeiten. Existenzminimum hat man immer die Möglichkeit AG2. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video auch etwas inspirieren und euer Denken etwas zurechtrücken. Mir geht es nicht darum, euch anzugreifen, auch wenn es manchmal so rüberkommt, aber einfach um eure konditionierte Komfortzone, dass ihr da rauskommt und die Fakten mal auf dem Tisch liegen seht. Und mir geht es auch hier nicht darum, jetzt irgendwelchen kleingarierten Diskussionen um den letzten Euro zu berechnen, wie viel der Grünkohl bei euch kostet oder sowas, sondern das ist auch überhaupt nicht notwendig, weil in Deutschland sowieso jeder problemlos sich ernähren kann, kostenlos. Alles was notwendig ist, das ist ein Bewusstsein und ein klarer Geist, ein Weg aus der Opferrolle und rein ins pralle Leben. Ich wünsche euch einen wunderschönen prallen Sonntag und nehmt den Luxus um euch herum einmal bewusst wahr. Und wenn es nur für 2 Minuten nach diesem Video ist, schaut euch um, in was für einen Luxus ihr lebt. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um eine bis dato unbekannte Zuckerart geht, dem Neo Sugar. Ich freue mich, bis morgen und macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.